Frau. Ja. Gut, kommen wir noch anfangen. Karl ist Mitte 20 und steht fest schon im Berufsleben, arbeitet bei einer Redaktion, wo er sich Fragen ausdenkt für Quizshows. Wo wurde der Berliner erfunden? Berlin? Wien. Einer Legende nach wurde der Berliner in Wien erfunden. Dann lernt er die Nini kennen am Würstelstand in Berlin und zeigt ihr den Prenzlauer Berg, wo er zu Hause ist, und verknallt sich volle Kanne in sie. Und hat leider die Nummer von ihr nicht, das ist das Problem. Also wo sie sich dann verabschieden, hat sie die Nummer eingetippt, er kann sie aber nicht einspeichern. Und dann kommt in dem Moment, wo er sie einspeichern will, kommt ein Anruf und dann ist die Nummer halt weg. Nein, 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 nein. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Die einzige Info, die er von ihr hat, ist, dass sie Punkt 15 Uhr im Hotel Sacher eine Sachertorte ist. Nini erzählt Karl so zwischen Tür und Angel, dass sie ihren Geburtstag immer dort feiert mit ihrem Vater. Und das ist die einzige Information, die Karl über Nini hat. Also macht er sich auf nach Wien und geht jeden Tag um 15 Uhr in Sacher und wartet, bis sie auftaucht. Was darf sein? Sachertorte und Melange, bitte. Vielleicht hat er ja Glück, vielleicht ist es morgen, vielleicht ist es übermorgen, vielleicht ist es nächste Woche, nächsten Monat. In einem ganz schlechten Fall hatte sie gerade Geburtstag und er muss das ganze Jahr erwarten. Das Jahr hat 365 Tage. An einem dieser Tage muss sie Geburtstag haben. Am ersten Tag liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 365. Und mit jedem weiteren wird sie größer. Und dann sucht er eben so lange und gibt eben nie auf. Und dabei lernt er aber jemanden kennen, der eben noch viel besser fast zu ihm passt und merkt es selber gar nicht. Ich bin Karl. Ich bin Miriam. Ich glaube, das hat dieser Film halt auch, dass man erstmal gar nicht so eine Verbindung spürt, aber dass das Leben die beiden halt immer wieder so zufälligerweise zusammenbringt und dann entwickelt sich was darüber. Man versucht halt irgendjemand zu sein, der man oft nicht ist, nur um diesen Menschen zu gefallen. Und dafür steht halt für mich so ein bisschen Nini und dann ist eben Miriam. Die steht eben dafür da, dass man so ist, wie man ist und dass das eigentlich der Moment ist, wo man zusammengehört und zusammenkommt und sich nicht verstellen muss. Es ist natürlich auch so, dass während er in Wien auf seine Traumfrau wartet, lernt er natürlich ganz viele Leute kennen und auch die Stadt und verliebt sich total in die Stadt. Also der Film ist auf jeden Fall auch eine Liebeserklärung an Wien. Wir sind beim Albertina, sein Museum. Es ist eine magische Nacht. Wir sind dann irgendwann bei der Staatsoper und bei der Staatsoper bin ich tausendmal vorbeigefahren, aber da mal wirklich stehen zu bleiben und sich die Zeit zu nehmen und das zu beobachten und anzuschauen, also das hat mir der Film jetzt sehr gegeben. Die Sacherwelt ist insofern sehr schön, weil er natürlich jeden Tag dort ist und die Angestellten kennenlernt. Wir sind ein Wiener Kaffeehaus. Hier gibt es nicht einen Kaffee, sondern eine breite Auswahl verschiedenster koffeinhaltiger Getränke. Deswegen bin ich natürlich dankbar, dass man da drehen konnte und dass ihr alle so toll mitgemacht haben und uns so irre unterstützt haben. Ich wollte auf keinen Fall diese einmalige Chance vergeben, weil für mich gab es diese Option nicht, das im Studio nachzubauen. Sondern für mich war klar, diese Authentizität kann man nur in diesem Ort nachstellen. Und wenn man dort drin ist, spürt man auch genau, warum. Nein, 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 nein. Wohin so eilig der Herr? Ich will eine Sachertorte und einen Kaffee. Ja, da sind Sie weder der Erste noch der Einzige. Egal, ob es das Zimmermädchen ist, ob es der Portier ist, ob es Concierge ist, sie lieben alle dieses Hotel und arbeiten da irre gerne. Und dem wollte ich auch gerecht werden als Regisseurin. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und auch mit den Geschäftsführern des Sachers war wirklich ein großes Geschenk. Weil was sie wollen, ist für ihr Haus und auch für das Café immer eine exzellente Arbeit. Und die haben sie aber auch von uns gefordert. Und wie sie gesagt haben, wir stehen für die Exzellenz, was wollt ihr denn für einen Film machen? Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch einen exzellenten Film machen. Ich war erstmal total geflasht von dieser Kunst, die dort hängt. Dieses Sacher, dieses anmutige, edle Sacher. Ich mag diese alte Kaffeehauskultur, die Wien mitbringt. Das mochte ich schon immer. Ich esse gerne Süßspeisen. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe ein Jahr lang nur Sachertorte gegessen, damit ich richtig in die Rolle kommen kann. 20 Stücke habe ich bestimmt schon gegessen. Er hat unfassbar oft natürlich Takes wiederholt. Dann haben wir ganz viele Montagen erzählt. Er hat so viel Sachertorte immer und immer wieder gegessen. Aber ich baue es mir in den Szenen manchmal auch so, dass ich direkt bevor die Szene dann losgeht, dass ich würde dann
fast abbeißen und in dem Moment habe ich dann einen Dialog oder muss sprechen oder so, damit ich nicht die ganze Zeit Torte essen muss. Ich habe so viel Sachertorte in meinem Leben schon gegessen. Beste Torte der Welt. Das ist einfach ein guter Kuchen, das ist einfach eine gute Torte. Ich liebe Sachertorte. Ich bin da eigentlich noch sehr unvoreingenommen da reingegangen, weil es war mein erstes Live-Casting eigentlich. Also Maeve war wirklich für mich die wahrgewordene Fantasie, die ich gelesen habe, als ich das Buch hatte. Das ist auch das Schöne, mit Maeve Metelka zu spielen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir unterhalten uns und plaudern einfach miteinander und dann geht die Kamera an und natürlich switchen wir dann in die Rollen. Aber das Gespräch geht genau mit dieser Leichtigkeit eigentlich oder mit dieser Natürlichkeit auch irgendwie weiter. Und dann macht er sich aus dem Staub und dann ist es ein bisschen awkward. Für dich auch. Für dich auch. Für uns beide. Für uns beide. Ich schätze sehr an ihm, dass er ein extrem bodenständiger Mensch ist und Schauspieler, der einfach aber auch irrsinnig viel Erfahrung schon gesammelt hat. Und ich finde, dass er mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. So eine Schneeballschlacht hat dann auch wirklich Bock gemacht und ist dann auch nicht alles so gestellt, sondern es ist auch, ja, es ist sehr lebendig. Wir drehen heute die Schneeballschlacht. Genau, wo es Schneeballschlacht von Schladming. Wo wir raufen miteinander, fast schon ein bisschen ringen. Schauen wir mal. Mal schauen. Schauen wir, was passiert mit uns. Ja. 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 Cool. Maeve Metelka ist einfach wahnsinnig mutig und hat so eine Frechheit im Spiel. Das ist natürlich extrem dankbar. Ich konnte mir sehr schnell vorstellen, diese Miriam zu spielen, und was einfach sehr viel ausgemacht hat, war einfach dann, als Max für die Rolle besetzt wurde und wir uns kennengelernt haben und ich mir dachte, boah, der bringt auch wieder ganz andere Qualitäten rein, als wie ich diesen Karl gelesen habe. Das ist sowieso lustig, dass ich als Schweizer einen Deutschen spiele, der nach Österreich kommt und quasi als Piefke gilt und als Schweizer eigentlich wahnsinnig gut auch das Österreichische verstehe. Ne? Da gibt es extreme Unterschiede, auf jeden Fall, glaube ich. Ich kann es jetzt gar nicht so benennen, aber der ist ein anderer Mensch, wenn er Schweizerdeutsch redet. Also schon mal Maxi. Der hat einen hohlen Zahn gehabt. In dem hohlen Zahn war ein Raschli, in dem Raschli war ein Zettel, in dem Zettel war ein Briefli, in dem Briefli war noch mal ein kleines Zettel, auf dem kleineren Zettel ist gestanden, es war schon mal Max, der hat einen hohlen Zahn gehabt, in dem hohlen Zahn war ein Raschli, in dem Raschli war ein Briefli, in dem Briefli war ein Zettel, auf dem ist gestanden. Deswegen ist es halt schon auch öfter mal eine Behauptung, was ich spiele. Also es ist jetzt, ich spiele wirklich einen Deutschen halt. Ne? So. Geht sich das aus? Geht sich das aus? Guter Ausdruck. Wiener Ausdruck. Zwei Adria über deinen Buckel geschissen und zwei 16er Blech. Der Klassiker, aber das ist halt, darf man eigentlich ja fast nicht sagen. Das ist, was ich halt auch im Text sage, das sind zwei Adria über deinen Buckel und zwei 16er Blech. Ja, da gehst du schön zu allen hin und fragst sie, ja, ob sie das genau kennen. Genau so werde ich das machen. Keiner kennt. Das ist wirklich so ein altes Klischee einfach. Kein Wiener, keine Wienerin würde diesen Satz überhaupt jemals sagen. Ne? Ich kann nur bestellen, was steht hier auf Karte. Okay, dann zwei Käsekreiner mit Brot und Senf und zwei Otterkinder, bitte. Danke. Tine beschreibt mir, ihr seid nicht schön. Sie hat mit ihrem Pitch und mit ihrer Vision, wie sie diesen Film umsetzen will, uns alle begeistert. Und dann ist es jetzt tatsächlich ihr erster Langfilm. Also mit ihr macht es echt großen Spaß. Hat auch, es ist auf Zack, es geht schnell, weil sie ist natürlich als ehemalige Regieassistentin, kennt sie sich natürlich extrem aus. Jeder Tag ist wirklich ganz besonders und wir haben so viel Freude. Drehschluss für heute. Vielen Dank für die Woche. Dankeschön. Schönes Wochenende. Hochgehende Wochenende. Das große Ganze hat sie natürlich auch wahnsinnig im Blick und das hat halt ein Tempo und auch eine gewisse Spontanität, was ich sehr mag. Es ist wirklich atemberaubend, jeder Drehtag bei uns. Also toll, wirklich toll. Ich habe den Eindruck, wir lachen sehr viel und wir haben nebst dem, dass wir einen Film machen, der uns Spaß macht, haben wir einfach auch generell, glaube ich, einfach, das haben wir echt eine gute Zeit. Sie haben gestern zusammen diverse Songs im Auto gesungen. Ich bin verliebt in beide. Es
ich war sehr schlecht natürlich, sehr du schlecht. Du warst nicht sehr schlecht, das stimmt nicht. Ich war aber, du hast zweimal gesagt, so früh habe ich noch nie jemanden geschachmattet. Hast du schon das war wirklich lustig, weil wir waren so dabei und ich war gerade so, okay, ich kenne mich langsam aus. Und es war einfach so, nein, das gibt's jetzt aber nicht. Auch so enttäuscht natürlich, weil wir haben zwei Minuten gespielt, ne, das gibt's nicht. Schachmatt. Ja, aber dir fehlt einfach die Erfahrung. Wenn du die Erfahrung hättest, dann wärst du bestimmt eine ganz gute Spielerin. Das ist mit allen Sachen im Leben. Nee? So. Nee, mit Sachertorte machen wahrscheinlich nicht zum Beispiel. Das können ganz, ganz auserlesene Leute. Und das hier ist unsere Chill-Out-Lounge. Schachertorte. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Sachen, wo man sich drauf freuen kann. Ich fand nach dem ersten Lesen die Geschichte einfach süß. Ich fand es einfach an vielen Stellen auch wirklich lustig. Das ist hier wirklich ein wunderschöner Liebesfilm. Eine Rom-Com mit mehr Rom als Com. Total schöne, kraftvolle Bilder. Es ist einfach schön, ihn sich anzuschauen und ich hoffe, dass man diesen Figuren gerne folgt. Bei diesem Drehbuch habe ich mich wirklich oft dabei ertappt, wie ich halt selber was witzig fand. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Also dann fühle ich mich auch wohl damit. Cut, ja, aber schön. Das wäre ja, glaube ich, ein toller Gedanke, den man hat, wenn man da rausgeht. Okay, das nächste Mal, wenn ich jemanden sehe, dann reise ich ihm nach. Nein, ich werde 100 Tage warte ich auf ihn. Max, du bist abgedreht!